Servus und hallo zum Vlog. Sonderausgabe hier auf Marbache TV. Hey, seht euch mein Level an. Marbacher, komm. Sieht irgendwie aus wie dieses Superman-Level, oder? Ich glaube schon. Gut, es ist nicht ganz Superman-mäßig, aber vielleicht ist es bald ein Smart Hero-Shirt. Es liegt in euren Händen. Ihr könnt mich zum Smart Hero holen. Aber zuerst mal am Anfang. Ich wurde nominiert. Und zwar in Deutschland gibt es eine Stiftung, die nennt sich Digitale Chancen. Die hat mit Facebook gemeinsam einen Award ausgerufen. Und der nennt sich Smart Hero Award. Da werden Leute ausgezeichnet, die ihr soziales Engagement oder ihre Wohltätigkeit via Social Media ausüben bzw. dort sehr gut verbreiten. Und irgendjemand war der Meinung, ich mache hier einen sehr guten Job und hat mich nominiert. Danke dafür. Und jetzt bin ich da und möchte, also ich bin unter den letzten 12, damit bin ich im Rennen für einen der 3 Jurypreise, aber auch um den Publikumspreis zu gewinnen. Und da brauche ich euch. Weil ich brauche natürlich eure Votes. Ich weiß, Voten ist immer so eine Sache und es ist auch nicht unbedingt ganz unkompliziert, aber auf der Smart Hero Award Seite, Link ist unten in der Beschreibung, gleich der erste, einfach anklicken und mein Marbacher.com suchen und dort voten. Man kann dort anonym, ohne anmelden, ganz einfach, klick, fertig. Das ist ganz easy. Ich weiß nicht, probiert es einfach mal vom Handy, vom Computer, vom Laptop, versucht ein paar Mal zu voten, jede Stimme zählt. Dann gibt es auch auf Facebook, auf der Smart Hero Facebook-Seite, Link gibt es auch unten, die Möglichkeit von dem Post, den Sie über mich gepostet haben, dort einfach ein Like setzen. Und die dritte Möglichkeit ist ein Kommentar, das ist auch ein Link, den ich unten gleich einfügen werde, zu meinem Kommentar. Ja, nicht den Post, sondern den Kommentar direkt liken. Alle Likes und alle Votings von der Webseite werden am Ende zusammengezählt. Und wer die meisten Votes und Likes hat, kriegt dann den Publikums-Award. Die Konkurrenz ist super groß, wirklich. Große YouTuber, Wimap und andere wahnsinnig tolle Projekte. Ich sehe mich persönlich in der Rolle des Underdogs, der Außenseiter, der vielleicht mit dem Lucky Punch ganz nach vorne kommt. Und dafür seid ihr da. Ihr könnt entscheiden, ob ihr mich zum Smart Hero macht. Votet für mich bitte, wie gesagt, auf der Homepage am Smart Hero Award oder zweimal die Möglichkeit auf der Facebook-Seite des Smart Hero Awards. Einfach liken oder voten tut nicht weh und würde mich sehr, sehr freuen. Das Ganze geht nur bis 11. Juni, also nicht zu lange warten bitte. Sofort liken, teilt dieses Video, damit auch andere liken. Und ich habe auch auf meinem Blog auf marbacher.com einen kleinen Artikel gefasst, wo nochmal alle Links drin sind. Auch das in der Beschreibung des Videos. Und ja, das war's für heute. Ausnahmsweise schon Mittwoch, weil das Voting ja nur bis 11. geht und ich dringend eure Hilfe brauche. Ob ich Freitag noch ein Video schaffe, weiß ich nicht, weil ich ein bisschen busy bin die Woche. Aber sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Woche. Bitte votet für mich. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächsten Freitag, also Freitag in einer Woche, hier auf Marbacher TV. Bis dahin, mein Name ist Martin. Ich freue mich über eure Votes. Danke fürs Zusehen. Servus.